Was vor einigen Jahren noch die Ausnahme war, ist heute die Regel auf dem Oktoberfest. Frauen auf bayerisch fesche Madeln. Im Dirndl, dem ehemaligen Arbeitsgewand der Mägde. Bei Prominenten sehr beliebt, die Dirndl der Designerin Ophelia Bleimer. Und das, obwohl die 32-Jährige bis vor 10 Jahren selbst kein einziges Dirndl ihr eigen nennen konnte. Heute steht sie für extravagante Kleider. Maßgeschneiderte Unikate aus edlem Brokatstoff. Ich bin ein Münchner Kindl, aber hatte lange Zeit keinen Dirndl und habe mir dann ein traditionelles gekauft. Und mir war das ein bisschen zu fad und ich habe dann angefangen, das Dirndl aufzuhübschen und habe einfach Details in den Ausschnitt gesetzt oder die Schürze mit Blumen bestickt und so hat sich das entwickelt. Und nachdem ich Modedesign studiert hatte und in München lebe, lag das nahe, dass man da einfach was Neues macht. Vor 5 Jahren eröffnet Ophelia Bleimer ihr Atelier in München. Für ihre Entwürfe benutzt sie handgewebte Stoffe aus Frankreich. Die passenden Ketten und Gürtel kreiert sie aus altem Modeschmuck, den sie auf ihren Reisen findet. Bis zu 5000 Euro kann ein komplettes Wiesenoutfit mit Schmuck und Tasche kosten. Das Dirndl ist wirklich ein zeitloses Kleidungsstück, was man nicht nur auf den Trachten-Events anziehen kann. Deswegen habe ich das auch ein bisschen modernisiert. Ich lasse zum Beispiel die Bluse weg, sodass es einem Kleid ähnlich kommt und dass man auch wunderbar abends mal auf dem Event anziehen kann oder tagsüber auf einer Sommerparty. Das Oktoberfest bedeutet für Ophelia Bleimer Hochbetrieb. Damit die maßgeschneiderten Dirndl perfekt sitzen, sind Anproben nötig. Elvira Kranz ist aus dem bayerischen Bamberg angereist. In einigen Wochen will sie sogar in einem Dirndl von Ophelia Bleimer heiraten. Ich finde, das hat ein Heimatgefühl, verbinde ich damit. Mein Partner kommt aus Oberbayern, ich bin gerne in den Bergen und ich verbinde damit einfach immer ein Stück Heimat. Dirndl sind zeitlose Kleider, die kann man immer tragen. Also gerade Ophelias Kleider sind besonders weiblich, betont besonders die Figur und ich fühle mich einfach wie eine Prinzessin in diesen Kleidern. Um die stetig wachsende Lust auf Tracht zu befriedigen, gibt es in den Wochen rund um das Oktoberfest kaum ein Bekleidungsgeschäft, das kein Dirndl im Angebot hat. Auch die Werbung setzt auf den Trend. Alles wird angeboten, alles wird gekauft. Von billig produzierter Massenware bis zu den Luxusdirndeln, wie sie Ophelia Bleimer schneidert. Extra zur Wiesn rufen auch zahlreiche Stylisten bei der Münchner Designerin an. Sie wollen Kleider für ihre prominenten Kundinnen bestellen. Denn ohne Tracht wagt sich heute kaum noch jemand auf das Oktoberfest. Als ich Teenager war oder als ich Kind war, ist die ältere Generation mit Dirndln auf das Oktoberfest gegangen. Und mittlerweile hat ja eigentlich jeder Tourist ein Dirndl. Was ich aber auch ganz schön finde, muss ich sagen, weil ein Dirndl kann wirklich jede Frau tragen. Ich finde, das schmeichelt der Figur. Ein wenig erinnert das Dirndl auf dem Oktoberfest an das Abendkleid bei der Oscarverleihung. Jede will das Schönste haben. Wiesn eben. Ganz weiblich.